Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Ja, die letzte Folge endete ja leider ein bisschen abrupt. Wegen der Festplatte habe ich ja am Ende alles gesagt. Und ja, jetzt machen wir aber ganz in Ruhe wieder weiter. Wir sind hier wieder am Feuerbandschrein, wie ihr sehen könnt. Denn ich bin hier schon mal zurückgegangen und habe mir den 11. Estus-Flakon geholt. Das hatten wir jetzt nicht onscreen machen müssen, aber mir ist dann eingefallen, dass wir ja theoretisch noch die ein oder andere Sache hier am Feuerbandschrein machen können. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das auch noch onscreen. So, die erste Sache, die wir aber vorher machen, ist, ich zeige nochmal den Ring, den wir gefunden haben, der von dieser komischen Spinne gedroppt wurde. Und zwar hier der Rubin von Aldrich. Ich glaube, von der anderen Spinne. Damals in dieser Kathedrale haben wir den Saphir von Aldrich bekommen und diesmal halt den Rubin von Aldrich, regeneriert die Trefferpunkte von kritischen Angriffen. Ja, ist jetzt halt auch nicht so gut, weil der halt nur bei kritischen Angriffen wirkt. Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen. Regeneriert TP aus kritischen Angriffen. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckung und das Laben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen. Und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt eh schon mal hier im Menü sind, können wir ganz kurz uns nochmal die Seelen angucken von, oder die Seele von Hohepriester Sullivan und mal gucken, was wir uns aus der theoretisch machen können. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Die Seele von Hohepriester Sullivan, eine der vertretenen Seelen. Hohepriester Sullivan von Irithil sperrte einen Gott des alten Adels in der verlassenen Kathedrale ein, um ihn dem Götterfresser zu opfern, okay? Das klingt auf jeden Fall interessant. Würde mich doch mal interessieren. Aber aus Hohepriester Sullivan müsste ich doch wahrscheinlich diese zwei Schwerter machen können, oder? Ja, das war natürlich clever. Ich komme jetzt hier nicht mehr hoch, ne? Das war richtig clever. Da würde ich mal ganz gerne wissen kurz, was das für Schwerter sind. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht so gut werden, leider. Ist ein bisschen doof. Wer warst denn du eigentlich nochmal? Ludlet, genau. Aha, schon. Ja, so, und zwar, was können wir denn draus machen? Einmal das Großschwert des Urteils und einmal das gottlose Großschwert. Okay, was haben wir denn hier? Das Zeremonieschwert in Hohepriester Sullivans linker Hand repräsentiert das Urteil des Mondes, obwohl seine magischen Kräfte der Zauberei näher sind als dem Mond. Seine tiefblaue Farbe ist dunkler als der Mond und zeigt Sullivans wahre Natur. Urteilshaltung. Dunkle Magie entfesselt einen vorstoßenden normalen Angriff, dem ein schwerer Seitenhiebangriff mit Wellen aus... Ach, das ist das, was er auch im Bosskampf genutzt hat. Wahrscheinlich braucht man da Intelligenz für, ja. Okay, das war dann das lilane Schwert und das war dann das Feuerschwert wahrscheinlich. Das Zeremonieschwert in Hohepriester Sullivans rechter Hand repräsentiert die gottlose Flamme. Einst, als Sullivan noch ein junger Zauberer war, entdeckte er unter einer fernen Tundra in Irithil die gottlose Hauptstadt und eine unvergängliche Flamme. Von da an brannte ein Verlangen in ihm. Fertigkeit gottlose Flamme beschwört kurzzeitig die gottlose Flamme, stößt vor und führt mit einem flammenumhüllten Schwert einen schweren Angriff aus. Das ist eigentlich ein cooles Schwert. Das hätte ich ja irgendwie schon gerne. Müssen wir mal gucken, ob wir das mal noch irgendwie nutzen. Ach komm, wir können es auf jeden Fall mal herstellen. Wenn, dann benutze ich eh das. Das können wir ja auf jeden Fall mal machen. Ganz cooles Schwert auf jeden Fall. Und der Sullivan ist also in Wirklichkeit der Gehilfe von dem Aldrich. So, so. Und hat irgendeinen Gott gefangen. Ich frage mich, welcher das ist. Jetzt, wo ich auch weiß, dass wir in Anor Londo sind, ist natürlich die Frage, ob es irgendeiner dieser Götter war, die einst in Anor Londo gelebt haben. Das Ding ist bloß, man konnte doch die Götter alle in Anor Londo töten damals, oder? Meine ich. Also man konnte ja auch, ich meine, Gwyn musste man ja töten. Ja gut, bei seinen Söhnen ist jetzt die Frage, den Erstgeborenen hat er ja eh verstoßen. Das könnte ja eventuell Solaire sein, der aber theoretisch, gut, der konnte theoretisch überleben, wenn das wirklich Solaire war. Könnte das der sein, ansonsten hat er halt noch Quinnevere. Gut, die ist geflohen, wie wir wissen. Und gut, hier Quindolin, den konnte man ja theoretisch auch töten, na wer weiß. So, für dich habe ich eine Asche, und zwar die Asche eines Ostländers. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Mal sehen, was sie jetzt hat. Mal schauen, mal schauen. Ich meine, ich kann mir wahrscheinlich eh kaum was leisten, aber mal gucken kann man ja trotzdem mal, ne?
So, ach guck mal, wir können inzwischen große Titanitscherben kaufen. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann Titanitbrocken kaufen kann, weil ich brauche Titanitbrocken unbedingt. Die werden zwar dann wahrscheinlich 20.000 oder so kosten pro Stück, aber es wäre echt cool. So, was ist denn jetzt eigentlich neu hier? Das ist ja wahrscheinlich immer ganz unten, das neue Zeug. Das hatten wir das schon. Verbannter, Xanto. Wollnirskron, okay, das müssen wir alles schon gehabt haben. Lebensring, Holz, der ist neu auf jeden Fall, oder? Also Lloyds Schildring gab es hier schon, aber der? Dieser besondere Ring aus einem Land im Osten besteht aus Metall und ist mit einem Holzmaserwappen verziert. Er verlangsamt den Zerfall der Ausrüstung. Schwertkämpfer aus dieser Region versehen die Klingen ihrer Schwerter mit besonderen Worten und werden von diesem Ring von Natur aus angezogen. Die Pfeile können wir, glaube ich, auch jetzt kaufen. Ich weiß nicht, ob hier eine neue Rüstung theoretisch dazugekommen ist. Verbannte. Nee, das hatten wir auf jeden Fall schon. Keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Wollnirs Krone. Werden sich auch eine coole Kopfbedeckung. Einfach mal eine Krone, ne? Kostet halt 15.000. Na gut, soviel zu ihr. Und dann, ich guck mal kurz, der ist noch nicht zurück. Der wollte ja Irithiel plündern. Wahrscheinlich, wenn ich Aldrich besiegt habe. Und jetzt zu dir noch. Und zwar habe ich ja noch eine Kohle für dich. Kohle. My, my. The coal of that peaceable giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Müssten wir dem noch fast alle Kohle gegeben haben, oder? Gibt da nicht mehr. Wir gucken mal, was wir alles durchwirken können inzwischen, ey. Wir können ja fast in alles durchwirken. Was ist denn jetzt das Neue? Chaotisch? Was macht denn chaotisch? Ach, Feuerschaden einfach, okay. Wahrscheinlich von der Chaosflamme Eiselift. Was macht Hohl? Keine Ahnung. Hohles Langschwert. Keine Ahnung und ich sehe auch nicht so wirklich, was brauchen. Achso, Hohlen Edelstein, klar. Das verschlechtert die Waffe irgendwie nur, oder? Kann das sein? Ist jetzt irgendwie nicht so der Hammer. Giftig ist klar, dunkel, blutig, Blitz. Gealtert. Achso, das erhöht die... Okay, das erhöht die Skalierung. Krude ist auch klar, nimmt die Skalierung komplett weg. Und simpel macht einfach Magie drauf. Na gut, interessant. Pretty, be careful. Ja. So, gut, dann können wir jetzt zurück nach Anor Londo. Ist irgendwie komisch. Ich finde das irgendwie immer noch komisch sozusagen, jetzt so in Dark Souls 3. Kommt, wir machen uns zurück nach Anor Londo. Aber okay. Dann schauen wir mal und wenn wir gleich da sind. Übrigens, dieser eine Typ ist hier nie wieder aufgetaucht, oder? Der uns einst von den ersten Fürsten, Aschefürsten erzählt hat, hier von den... Die Wächter des Abgrunds, so hießen sie. Ich hatte die ganze Zeit Pharaons Wachhunde nur im Kopf, weil das auf irgendeiner Itembeschreibung stand. Aber ich meine natürlich die Wächter des Abgrunds. So, wo wir gerade in Anor Londo sind, eine Sache wollte ich nämlich mal noch sagen und die kam auch in den Kommentaren. Und die ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Und zwar, die ich persönlich ein bisschen seltsam finde, wenn wir mal in diese Richtung gucken. Früher ging in dieser Richtung, war in dieser Richtung ja noch so ein riesiges Gebäude, falls ihr euch erinnert, wo damals ja auch das Bonfire drin war. Also da sind wir mit so einem Fahrstuhl dann noch ein Stück nach oben gefahren, da war dann das Bonfire. Dann waren links und rechts dann so eine komischen, waren da ein paar Kisten mit den Statuen von Ornstein und Smaug. Irgendwie da in der Richtung sind wir ja damals angekommen. Das könnte dann ja waren wir da, ansonsten könnte das theoretisch ja auch das Ding von Seath sein. Aber es könnte auch einfach die Untotenstadt sein, wo wir hergekommen sind. Oder ja, das könnte diese Kathedrale von der Untotenstadt sein. Eigentlich müsste da doch dieses Teil von Seath gewesen sein. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, hier fehlt ein fettes Gebirge. Früher war hier nämlich ein Gebirge, falls ihr euch erinnert. Wir mussten nämlich mit den... wir mussten uns ja durch Sens Festung kämpfen. Und dann sind wir ja erst nach Anor Londo gekommen. Ich will bloß mal ganz kurz gucken, kann man von hier sehen... Nee, kann man nicht so wirklich. Ich wollte mal von hier sehen, weil man angenommen, dass da ist der letzte Teil von dem Gebirge, dann müsste nämlich hinter dem Gebirge theoretisch
Ja, wenn meine Theorie stimmt, dass dieser Sumpf das gleiche ist wie der Wald, früher müsste da dieser Sumpf liegen, aber das kann man von hier nicht erkennen. Schade. Na gut. Schauen wir mal. So, jetzt geht's hier los. Jetzt müssen wir uns natürlich erst wieder um die beiden Silberritter da oben kümmern. Das wird die erste kleine Herausforderung an der Sache. Und dann gucken wir mal, dass wir zu Aldridge kommen. Ich könnte natürlich auch mal, was ich mal machen könnte, ist zum Beispiel mal die ganzen grünen Blüten verbrauchen, die ich habe. So, die locke ich erstmal runter, damit wir einzeln gegeneinander kämpfen können. Und... oh, das war... vielleicht sollte ich schon den schnelleren Angriff nehmen. So, danke, da hast du mir meine Ausdauer wieder regenerieren lassen. Das ist sehr gut. Ach, ich hab wieder vergessen, dass der das ja kann. Verdammt. Au. Das tat weh, Junge. So. Kümmern wir uns drum. Ist gut, dass ich jetzt schon meine Estes verloren habe. Ich werde wahrscheinlich meine ersten beiden Estes verlieren, bevor wir zu Aldridge kommen, aber... na gut. Au. Bleibt doch mal ruhig, Freunde, ey. Ihr seid viel zu unentspannt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ihr Silberritter. Viel zu unentspannt sind die. Ich dachte eigentlich, ich hätte die halbwegs drauf inzwischen, aber irgendwie ist dem nicht so der Fall, habe ich das Gefühl. Man muss auch sagen, die sind halt super unentspannt, ne? So, jetzt habe ich dich aber. So kriegt man sie auf jeden Fall. Ich meine, ich kriege hier kleine und große Titanitscherben, aber... das bringt mir ja auch nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich bin. So, wie ihr seht, wie gesagt, das habt ihr in der letzten Folge nicht mehr gesehen. Hier habe ich die Tür aufgemacht. Ich kann ja nochmal ganz kurz zeigen, wo das genau ist. Wie gesagt, es ist an der gleichen Stelle wie damals bei Dark Souls 1. Und zwar hier rechts, da habe ich gedreht. Und ich will mal kurz gucken, ob man es sehen kann von hier. Da, die Truhe habe ich geöffnet, da habe ich die Estus-Scherbe gefunden. So, bevor ich jetzt aber hier einfach reinspaziere, will ich nochmal ganz kurz hier links gucken, weil ich glaube, hier waren ja eh keine Gegner. Nur ob oben die Spinne wieder sitzt. Weil das müsste ich bei meinem Weg dann bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe keinen Bock, dass die mich plötzlich anspringt. Ich weiß nicht, wie schnell die fallen kann. Meine, das Problem ist, dass ich dadurch... also ich will mich eigentlich nicht wieder um alle kümmern. Das dauert mir viel zu lange. Ich will schon eigentlich schnell durchlaufen, aber es ist immer so leicht gesagt mit dem Durchlaufen, ne? So, okay, die respawnen schon mal nicht. Das Problem ist, dass halt drei Typen Minimum davor sitzen, ne? Und von den Seiten halt auch wieder welche schießen können. Da, gut, die drei sind, glaube ich, nicht so dabei, dass die schießen. Aber da stehen halt noch zwei und ich glaube, auf der anderen Seite stehen auch noch welche, wenn ich mich recht entsinne. Die beste Idee ist natürlich einfach durchzulaufen und zu hoffen, dass man nicht getroffen wird. Das Blöde ist bloß... obwohl, hier ist gar keiner. Guck mal, ich könnte auch theoretisch einfach hier runterkommen. Und dann versuchen, da so schnell wie möglich durchzulaufen. Das ist halt echt ein bisschen ungünstig. Die fangen jetzt schon an zu schießen. Ich probiere es einfach mal. Jetzt habe ich mir meine grünen Blüten zwar nicht zurechtgelegt, aber scheiß drauf. Freunde, lasst mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich will Aldridge sehen jetzt. Da ist er. Oh, gar kein Intro? Okay. So, Herr Götterfresser. Ach Gott, ein Magietyp. Wow, was ist das denn? Okay, erstmal Distanz wahren. Alter, ich wollte sagen, erstmal Distanz wahren und ausprobieren, was der kann. Okay, also die Säulen werden mir auf jeden Fall helfen, so viel ist klar. Die Frage ist, wie ich sinnvoll an ihn herankomme. Der ist ja genauso schlimm wie dieser Kristallweise. Wow. Wow, 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 wow. Was geht denn ab, Junge? Okay, da muss ich aufpassen. Der sieht ein bisschen hässlich aus, muss ich sagen. Say what? Okay. Da hilft mir auch keine grüne Blüte. Der macht einfach viel zu viel Damage.
Ich weiß gar nicht, was mich jetzt eigentlich genau getroffen hat, aber er hat sau viel Schaden gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass er jetzt nochmal groß angegriffen hat. Ich glaube, der wird auch ein Spaß für den Schnitt. Dabei dachte ich, vielleicht habe ich Glück mit diesem blöden Aschefürsten, weil auch wenn ich natürlich beim ersten ein bisschen länger gebraucht habe, insgesamt fand ich die eigentlich alle recht human. Also alle, wir hatten ja nur zwei, fand ich die eigentlich super human sogar. Na gut. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Theoretisch kann ich ja auch einfach an den beiden vorbeirennen, ne? Theoretisch. Mann, Junge, fang nicht schon wieder an, mich zu treffen. Das gibt's da nicht. Ach. Vorhin hat er das aber nicht so gemacht. Daneben. Jetzt kommt der andere schon. Das ist sehr ungünstig. Jetzt gerade macht er es nicht. Okay. Jetzt habe ich es mir dran gedacht. So, du wirst erledigt. Oh, Silberritterhelm, sehr schön. So, und jetzt du, Kumpel. Komm, ich nehme sicherheitshalber ein. Ich weiß, da kommen mehrere Angriffe. So, ein Glück habe ich so eine lange Waffe. Damit geht das nämlich auch, was ich hier mache. Mit diesem einmal rein ausweichen und dann zuschlagen. Außer bei denen, da sollte ich einfach weg, glaube ich. Ich meine, wenn man ihr Moveset halbwegs kennt, dann geht's ja auch, ne? Und tschüss. So. Alter, die geben mir jeweils 2500 Seelen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, eigentlich kann ich dann aber auch locker hier rein spazieren, wenn die Katze nicht da ist, ne? Muss man sagen. Es wird trotzdem eh nicht besser, von daher scheiß drauf, spazieren wir hier rein. Ich glaube, jetzt können zwar theoretisch Schleime von oben runterfallen, aber solange ich mich bewege, sollten die mich gar nicht treffen können. Freunde! Oh, ich hab's reingeschafft, glaube ich. Sehr gut. Das kriegen wir schon langsam hin. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich Aldrich? Das ist jetzt der nächste Punkt. Der hat eine relativ große Sense. Ich glaube, anvisieren ist hier nicht so der Trick. Das hält sowieso nicht lange. Oh, jetzt kommen wieder die... Boah. Boah. Boah, diese Pfeile. Die sind hart. Okay, das war, glaube ich, das, was mich vorhin getroffen hat, oder? Wahrscheinlich eine mehrfache Version davon einfach. Boah, und hier ist auch dieser blöde Sumpf wieder. So, jetzt kommen wieder Pfeile. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich den ausweichen soll. Einfach rennen, glaube ich. Ich bin die ganze Zeit nur mit Ausweichen beschäftigt. Oh, und was macht er jetzt? What the fuck? Was kommt denn jetzt noch? Er ist genauso hässlich wie diese Kristallweisen, muss ich mal sagen. So, da rennen wir. Okay, das geht auch durch die Säule. Gut. Gut zu wissen. Ich brauche einen ganz kurzen Estus. Zack. Ah, Mist. Ah, das Timing habe ich noch nicht ganz raus. So, jetzt kommen wieder die Pfeile. Da muss ich einfach bloß so weit wie möglich weg, glaube ich. Ja. Okay, ich versuche ihn noch zu lernen. Au. Ah, Mann, da bin ich viel zu langsam, einfach. Ich weiß nicht, lädt der das Ding auf? Ja. Zack. Ach, Mist. Beim zweiten kriegt er mich momentan spätestens. Das ist schlecht. Sobald ich nah rankomme, macht er diesen Angriff, oder? Hey, wieder ein Treffer. Immerhin. Ich habe nur noch drei Estes. Was ist denn jetzt kaputt bei ihm? Daneben. Oh, diesmal nur einmal. Sehr gut. Oh nein, das sind die Pfeile. Weg, 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 weg. Also ich komme mit seinen Attacken langsam klar.
So halbwegs zumindest. Nicht 100%, aber so halbwegs. Ich meine, die ist eigentlich eh so eher, naja. Och nein. Man kann nicht mal schnell genug davon wegrennen. Das ist dumm, muss ich sagen. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt liegt er schon wieder. Ich habe noch nicht ganz gerafft, wann er das tut. Und ob das meine Chance zum Angreifen ist. Ich glaube ja. Und dann muss ich aber weg. Ach komm, wenn ich jetzt eh schon mal die Chance habe hier. Da ist er wieder. Zack. Also der wird sehr schnell... Geht sehr schnell kaputt, muss man sagen. Ah, der hat wahrscheinlich ja auch noch eine Glutphase. Genau, da kommt sie. Jetzt geht er auf Feuer. Jetzt hat er keinen Bock mehr auf den ganzen anderen Scheiß, glaube ich. Oh, jetzt kommen die noch heftiger einfach. Na, ist klar. Alter, wie lange geht das denn? Mit diesen Pfeilen. Das ist ja voll übertrieben. Daneben. So, Ausdauer leer, weg. Also die Pfeile sind super gefährlich, glaube ich. Das ist der gefährlichste Angriff von ihm. Oh! Und jetzt kann er sich heilen, kann das sein? Das war ein eindeutiger Heilzauber. Und jetzt kommen Pfeile, jetzt bin ich im Arsch. Ich kann nicht wegrennen davon. Ich kann nicht mal unter ihn. Ich kann damit nicht mal unter ihn, was ich ein bisschen blöd finde. Aber theoretisch sollte es machbar sein. Vielleicht sollte ich noch eine Glut nehmen, um vielleicht das ein oder andere noch zu überleben. Wäre vielleicht noch eine Idee. Und ich denke, ich werde mal Folgendes machen. Vielleicht brauche ich gar nicht zwingend eine Glut. Aber ich werde auf jeden Fall mal Folgendes machen. Scheiß mal ganz kurz auf das Fernglas. So, was ist denn das? Stark. Ich probiere mal nur die normale Ausdauerregeneration. Und ich habe ja hier noch diese ganzen Sachen. Feuer zum Beispiel. Warte mal, da gab es zwei unterschiedliche, ne? Das eine war nur so ganz kurz und das andere schneller. Welches war denn jetzt das richtige? Scheiße. Vorübergehend und hier steht... Schnell, okay, dann ist das das, was ich brauche. Das Zeug, was ich draufschmieren will. Ist die Frage, ich weiß nicht, faul, menschlich? Also Energie ist, glaube ich, nicht so gut gegen ihn. Ich würde mal Blitz jetzt vermuten. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal mit Blitz. Und gucken mal, ob das Ganze funktioniert. Das einzige Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir vorher nicht uns... Oder das Gebiet nicht jedes Mal clearen, beziehungsweise ich keinen Bock habe, jedes Mal das Gebiet zu clearen, habe ich das große Problem, dass ich natürlich keine Zeit habe, mich vorm Nebel vorzubereiten. Das heißt, ich muss mich dann im Nebel vorbereiten und das ist natürlich deutlich gefährlicher. Muss man natürlich ganz klar sagen. Ach komm schon, da kommt schon der Nächste. Und tschüss. Oh, guck mal, ich krieg langsam das Silberritter-Set zusammen. Das habe ich an Dark Souls 1 sehr gemocht eigentlich sogar. Hey Junge, komm her. Ich will trotzdem lieber nicht auf der Treppe kämpfen, muss ich sagen. Auch wenn ich deren Movesets ja so insgesamt jetzt kenne. Aber wie gesagt, viel von dem, wie ich das hier mache, funktioniert auch nur, weil ich eine relativ lange Waffe habe. Wenn ich nur eine halb so lange Waffe hätte, könnte ich das gar nicht so machen. Ich dann den Gegner gar nicht mehr treffen würde. Aber funktioniert ja alles. Aber theoretisch gehen die wahrscheinlich immer noch so leicht zu backstabben wie früher. Ich habe bloß ein bisschen Angst, da ohne Schild um die rumzugehen. Au. Jetzt brauche ich wegen dir einen Estes, Junge. Das finde ich nicht so geil. Oder ich nehme einfach eine Glut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme einfach eine Glut. Who cares? Ich habe 14 von den Dingern. Außerdem halte ich dann gleich ein bisschen mehr durch. So. Ich will erst das goldene Kiefernharz, glaube ich, draufhauen. Wobei man natürlich die Frage stellen könnte, ob das goldene Kiefernharz nicht in der zweiten Phase besser ist.
Ich glaube fast, ich benutze es erst in der zweiten Phase. Doch, ich glaube, ich benutze das erst in der zweiten Phase. Voll daneben. Und nochmal voll daneben. So. Eine grüne Blüte geschluckt. Und dann gucken wir mal, dass das Ganze klappt vielleicht diesmal. Das war ein guter Start. Gleich von der einfachen Attacke getroffen worden. Wo man einfach nur hin und her laufen muss. Und da kommen die Pfeile schon. Das Schwierigste ist, an ihn ranzukommen, muss ich sagen. Bei dieser ganzen Magie, bei diesem ganzen Magiespaß dazwischen. Vor allem, da er jederzeit noch diesen mächtigen Magieangriff machen kann. Was macht er denn jetzt? Und zack, voll auf dem Arsch. Wow, ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Und weg. So schnell wie möglich irgendwo hin. Okay, das waren nur die. Das war zu früh. Jetzt aber. Kriege ich ihn vielleicht schon in Phase 2 relativ schnell? Das wäre eine coole Sache. Komm, esst es. Scheiß drauf. Sicher ist sicher. Der hat noch nicht seinen Mega-Magie-Angriff gemacht. Das finde ich gut. Zack, zack, zack. Drei Treffer. Mehr kriege ich nicht. Sollte ich, glaube ich, auch nicht. So, die Frage ist, wo er rauskommt. Da hinten. Okay. Oh, das geht schlecht los. So, jetzt aber. Oh nein, nicht die Pfeile, verdammt. Alles bloß nicht die verdammten Pfeile. Und dazu natürlich das noch. Ist klar, Junge. Ist ja noch nicht unfair genug gewesen. Jetzt aber. Da hinten ist er. Schön schnell ran versuchen. Nein, nicht die Pfeile. Kann ich vielleicht hier hinten mich irgendwo unterstellen? Wo es nicht trifft? Nee, kann ich nicht. Ey, aber ich habe sie irgendwie abgewehrt, die Pfeile. Ich weiß nicht wie, aber es hat geklappt. Aber wirklich gebracht hat's mein Blitz jetzt auch nicht, muss ich sagen. Weg, weg, weg. Okay, das ist aber die Zeit für einen Estes. Wow, ganz ruhig, Kumpel. So. Okay. Das Problem ist, sobald er wieder auftaucht, gehen die Dinger wieder los. Aber daneben diesmal. Nochmal, ehrlich. Ah, jetzt ist da so viel Feuer um den rum. Zack, zack. Nein, weg, weg, weg. Okay, aber ich habe Zeit für ein Estes. Alles noch im Grün, alles noch... Nein, nicht das. Okay, aber ich glaube, die fliegen irgendwie so. Ich muss nur sinnvoll im Zickzack laufen. Dann kann ich der ganzen Sache ausweichen. Weg, weg, weg. Und wieder ein Estes. Viele habe ich nicht mehr, aber ein bisschen ist noch. Okay, das war nur ein normaler. Ach komm schon, verdammt. Was hat er denn jetzt gemacht?
Ich nehme Estes. Und da kommen wieder die Pfeile. Schön im Zickzack rennen. Ich darf aber auch nicht so sehr durchs Feuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, nicht greedy werden. Jetzt verschwindet er nochmal ganz schnell. Das ist nochmal die Chance für den Estes. Und jetzt die Frage, wo er auftaucht. Natürlich nicht da, wo ich bin. Komm schon, verreck doch einfach. Danke. Meine Güte. Das wäre der dritte Aschefürst gewesen. Aldridge. Huch. Okay, wir sollen Prinz Lothric retten. Das klingt interessant. Eigentlich müssen wir ja noch König Lothric noch auf den Thron bringen. Das ist ja der letzte Aschefürst, den wir noch brauchen. Und jetzt sollen wir den Prinzen retten. Naja, mal schauen, wie das Ganze so sich ergibt. Mhm. Wo sind wir denn jetzt eigentlich genau? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Wir sind in dieser Kathedrale wieder, ganz vom Anfang. In der Burg, ne? Prinz Lothric ist in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Becken der Gelübde. Ich muss ihm erklären, dass er ein Lord sein soll. Das heißt, er muss sterben, damit ich ihn opfern kann? Oder wie darf ich das verstehen? Alles etwas kryptisch mal wieder, aber ich habe ja nichts anderes erwartet. So, was haben wir denn da? Die Seele von Aldridge. Die Seele von Aldridge. Als Aldridge über das Schwinden des Feuers sinnierte, weckte dies Visionen über ein Zeitalter der Tiefsee. Er wusste, dass ein schwieriger Weg vor ihm lag, doch er hatte keine Furcht, denn er würde die Götter persönlich verschlingen. Aha. Na gut, und was war das Gelübde-Ding, was die uns jetzt noch gegeben hat? Becken, das in einer alten Zeremonie genutzt wird, in der die Ritter Lothrics ihre Schwüre ablegten. Heutzutage nur eine Formalität, ist aber als leere Tradition übrig geblieben. Platziere dieses Becken bei der Statue eines enthaupteten Ritters. Und die Fürstenasche. Fürstenasche zurückgelassen von Aldridge, dem Götterfresser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, wie der jetzt ausgesehen hat. Ich hatte mehr so einen Schleim erwartet, wie er halt im Intro war, aber okay. Ich meine, im Endeffekt war der auch irgendeine Art Schlange oder sowas, ne? Wenn die Fürsten sich weigern, zu ihren Thronen zurückzukehren, so sollen sie als Asche zurückkehren. Aldridge wurde zum Fürsten, indem er Menschen verschlang. Der erklommene Platz auf dem Thron war für ihn jedoch eine Enttäuschung, weshalb er sich dem Verschlingen von Göttern zuwandte. So, so, na gut, okay, und was... Ein enthaupteter Ritter? Bist du enthauptet? Nee. Doch? Was? Okay, das finde ich jetzt etwas unfair, muss ich ganz klar sagen. Ganz leicht unfair ist das, wie ich finde. Ich habe doch gerade erst einen Boss legen müssen. Und dann hat die sie... Ist das die gleiche Oma, die uns gerade alles erklärt hat? Wie unfair ist das denn einfach?
Toll. Tschüss zu 67.000 Seelen, oder wie? Das finde ich ja irgendwie nicht ganz so geil. Ja, toll. Ich bin tot. Ernsthaft, Leute? Ah, sorry, aber das finde ich ja jetzt irgendwie ein bisschen unfair. Woher sollte ich denn wissen, dass jetzt ein neuer Bosskampf kommt? Wie soll ich denn jetzt... Ach, toll, das waren 67.000 Seelen. Ernsthaft, Leute? Also ein bisschen unfair ist das ja schon. Na gut. Aber an sich ist die wahrscheinlich sogar machbar, wenn man weiß, dass da ein Boss kommt. Aber ich würde sagen, wie wir uns die gute schnappen, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3. Bis dahin. Ciao.